Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. So, da ich mich ja komplett verfranst habe, werde ich jetzt wohl erstmal schauen, dass ich den Schatz suche und das noch weiterhin auf der aktuellen Schwierigkeitsstufe. Jetzt muss ich mal gucken. Also, der gelbe Punkt bin wohl ich. Nein, ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Weil runterzu ging es eben schon so. Also wenn ich jetzt in die Richtung laufe, bewegen wir uns rauf zu. Genau genommen müsste ich doch in die Richtung laufen, oder nicht? Weg vom Wasser. In die Richtung bewege ich mich jetzt gerade noch nicht wirklich. Aua. Ah nee, guck mal, jetzt bin ich gerade von der Map verschwunden. Also wir müssen wohl doch in die Richtung. Die Frage ist nur, wie lange wir laufen müssen, bis sich unser Punkt bewegt. Ja, ist dann wohl ein bisschen weiter. Ich habe kein Boot. Ob ich mir jetzt ein Boot bauen soll? Wäre wahrscheinlich sinnvoll, oder? Dann müsste ich nur erstmal eine Werkbank bauen. So, Werkbank. Stelle ich jetzt einfach mal dahin. Einfach nur, damit sie da steht. Das ist eine Schüssel. Das ist ein Boot. Row, row, row the boat down, gently down the stream. Merrily, 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 dum, da, dum, da, da. Da ist auf jeden Fall eine Insel. Ich bewege mich ja in eine ganz falsche Richtung, optisch gesehen, aber das könnte die Insel sein. Dim, di, dim. Nee, jetzt bin ich ganz falsch. Aber guck mal, es ist auch cool. Hübsches Bild, ne? Sehr schön. Das ist doch jetzt echt mal ein cooles Bild. Jetzt muss ich nur mal schauen. Vielleicht hier zwischen lang, Leute. Ich komme nie wieder nach Hause. Gut, dass ich eigentlich überhaupt nicht rudere. Ich weiß es nicht, was das hier für eine Insel ist.
Das sind jetzt ja die Villager, oder? Das Boot nehmen wir natürlich mit. Oh, das sind auch schöne Pflanzen. Nein, ich habe keinen Platz mehr dafür. Och, nö. Erde brauche ich nicht. Die sind mega hübsch, die will ich mitnehmen. Ja, jetzt sind wir wieder in dem Villager-Dorf. Aber ich glaube, wenn wir in die Richtung hier zurückgehen, dann kommen wir auch irgendwann wieder nach Hause. Kann das sein? Weil in die Richtung bin ich irgendwann mal geschwommen. Oh. Oh, hier kriegen wir Lava, theoretisch. Ich traue mich jetzt aber nicht hier hin. Also ich glaube, ich hatte ja mir sowieso einen Screenshot gemacht davon, wo das Villager-Dorf ist, oder? Jetzt habe ich auf jeden Fall hiervon einen Screenshot. Habe ich noch mehr Fackeln als so die eine? Nee, ne? Ach, verdammt. Ich bin auf jeden Fall durch eine Wüste gekommen. Warte mal, ich habe doch auch noch ein Bett. Da können wir uns ja hinlegen. Toller Wiedereinstiegspunkt, ne? Da hinten wird es auf jeden Fall wieder grün. Sind wir von da gekommen eventuell? Finden wir gerade unser Heim zumindest mal wieder? Ich habe trotzdem noch nicht so ganz raus, wie ich mich zurechtfinde mit dieser komischen Schatzkarte. Das habe ich jetzt halt echt noch nicht gecheckt. Wie das funktionieren soll, bitte. Wahrscheinlich renne ich einfach immer weiter weg von zu Hause und irgendwann kommen wir nie wieder zurück. Das sieht auf jeden Fall nicht richtig aus. Ich sag's ja, Leute. Hier gibt es auch noch das eine oder andere zu erkunden, aber ich habe keine Steinspitzhacke. Nie im Leben war sowas hier in der Nähe von mir. Never ever. Und jetzt finde ich wahrscheinlich nicht mal wieder zurück zu dem Villager-Dorf. Guck mal, was ich sehe, wenn ich mich hier oben... Oh. Schön. Komm, von den Weizen habe ich mittlerweile wirklich relativ viel. Aber die sind ja mal wunderhübsch. Die brauche ich. Die sind ja ein Träumchen. Was ist das? Ach, Pfingstrosen. Pfingstrosen und Flieder habe ich hier eingesammelt.
Also die Pfingstrosen, also Flieder wächst ja eigentlich an Büschen, aber wow, die Pfingstrosen, die sind ja richtig schön. Sehr, sehr hübsch. Boah, ich habe keinen Plan. Da hinten in der Richtung waren die Villager. Leute, 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 ich habe mich total verfranst, aber sowas von. Ob es jetzt vielleicht erstmal sinniger wäre, wieder zurück zu den Villagern zu fahren? Da hinten sind die Villager. Okay, immerhin die habe ich wieder gefunden. Aber aus welcher Richtung bin ich denn gekommen? Ich glaube, ich muss mir nochmal das alte Video anschauen. Wo ich gesehen habe, oder wo ich sehen kann, aus welcher Richtung ich in das Villager-Dorf gegangen bin. So, nicht zu fest mit dem Boot gegen das Ufer donnern, ansonsten kann das kaputt gehen. So war es zumindest früher. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber früher war das ein häufiger Grund, warum das Boot kaputt gegangen ist. So, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal wieder so ein bisschen höher. Aber was das da jetzt nur für eine Insel sein soll, I don't get it. Absolut keinen Plan. Ihr Lieben, ich würde mich für heute erstmal wieder von euch verabschieden. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich glaube, ich mache mich in der Zwischenzeit nochmal schlau, wie ich genau so eine Karte eben zu lesen habe und zu deuten habe. Vielleicht können wir dann erstmal noch nach dem Schatz suchen. Bei dem Villager würde ich mir, glaube ich, trotzdem vielleicht mal noch eine Truhe hinstellen, wo ich die wichtigen Sachen reintun kann. Ich weiß nicht, klauen mir die Villager die dann zurück? Also ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!